Wenn Manfred Krug Rechtsanwalt geworden wäre, wäre er Liebling Kreuzberg gewesen. Ist es eine Kultserie gewesen oder ist es für manche Leute sicherlich noch? Es war ein ziemlicher Blockbuster. Das kennt einfach jeder, dieses Saxophon von Klaus Doldinger und die Rolle von Manfred Krug als Anwalt, Liebling. Liebling Kreuzberg war eine revolutionäre Anwaltsserie, weil man mal die Anwälte nicht so als Sakkoträger und steife Schreibtischhengste gezeigt hat, sondern Menschen mit Herz. Günther. Paula. Paula, Entschuldigung, sehen Sie mich an. Nehmen Sie sich an meiner Kaltschnäuzigkeit ein Beispiel. Schluss jetzt mit dem Heulen. Ja, das ist ein Mann, der hat überhaupt keinen Bock zu arbeiten, er stinkt faul. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich schlafe gerade über einen sehr wichtigen Fall. Aber auf der anderen Seite kann er es auch nicht lassen, hat einen ausgeprägten Sozialtick und macht sich dann doch, unfreiwillig zum Helden. Da, Kujak. Ja, schon recht. Na, erinnern Sie sich noch an mich? Ja, doch. Da ein Anwalt mich bis jetzt hatte, hatte das eine ganze Latte in die einsame Spitze. Meine ganz andere Frage, wie viele Vorstrafen haben Sie? 6. Raub, Einbruch, Raub. Sind 3. Und dasselbe nochmal. Das sind 6. Genial. Ist das nicht ein herrliches Gefühl, einmal im Leben in eine Verhandlung zu gehen und die haben so ein kleines Stöckchen in der Hand und wir die Bombe in der Tasche? Ich hab's immer gewusst. Du bist mein Glück. Ich meine, er ist Begriff, Sinnbild für Coolness, weil der ist einfach so rotzig. Der hat das ganze deutsche Fernsehen so gerockt, ja. Also, weil es einfach so gnadenlos direkt und ehrlich und mit einer Lässigkeit irgendwie aus dem Handgelenk. Ich nehme die gelbe. Welche Krawatte die passende ist, hängt natürlich entscheidend vom Kleid Ihrer Dame ab. In der Beziehung habe ich es günstig. Wieso geht die nackt? Ich habe keine Dame. Oder wollen Sie mitkommen? Das war Spaß, war Spaß. Wer ist das? Ihr Verderber. Was? Rechtsanwalt Cornelius. Fangen Sie jetzt eine Schlägerei mit ihm an? Klar, warum nicht? Jetzt auf die 12. Guten Tag, verehrter Herr Kollege. Ach, guten Tag, das ist Rechtsanwalt Liebling, Rächer der Enterbten. Der Glücksumstand und mit ein frohes Teil des Erfolgs ist ja der, dass der Autor Jurek Becker diese Serie seinem Freund Manfred Krug auf den Leib geschrieben hat. Also diese Figur von Liebling ist ja für den Krug erfunden, für den Manfred Krug erfunden und geschrieben. Das ist ja schon mal ein Fund. Das war einfach ein Wurf. Die Drehbücher waren einfach gut. Welche würdest du nehmen? Die rote. Die rote. Hier ist Otto. Ich muss mich vielmals entschuldigen, Herr Liebling, aber ich kann nichts dafür. Wir sind nicht im Internat. Sie brauchen sich nicht zu erklären, bitteschön. Ach so, wann muss ich im Gericht sein? In 20 Minuten. Oh, ja, dann lohnt sich nicht mehr. Herr Otto. Mein Gott, diesmal müssen Sie aber in einen schweren Fall geraten sein, Sie Ärmster. Kennen Sie nicht die goldene Anwaltsregel Nummer 1? Je dicker die Akten, desto dicker das Honorar. Ja, warum kommen Sie nicht ruf? Weil Sie keinen Fahrstuhl haben und ich keine Amsel bin. Und kennen Sie die goldene Anwaltsregel Nummer 2? Na? Stopf dir den Kopf nicht voll mit Fakten, dafür gibt's Akten. Und das Rosen? Ja. Rote? Ja. Ist eine Nachricht dabei? Nein. Was ist das da? Das ist ein Brief. Können Sie den bitte vorlesen? Du Mann meiner Träume. Da erlaubt sich jemand einen Scherz. Liebling und die Frauen. Ja, Liebling war ein großer Womanizer und hat sehr verschiedene Frauentypen angesprochen und gehabt. Also, irgendwann erfährst du es ja doch. Ich hatte heute vor, dich zu verführen. Da freu dich mal nicht zu früh. Rosemarie? Hm? Erziehst du mich jetzt gerade? Was sagst du? Willst du mich ein bisschen hinlegen? Miriam, du wunderbares Großes.
weißhäutiges, rothaariges, geliebtes Frauenzimmer. Alle standen sie auf ihn. Tja, was hat der Mann? Was hat der Mann? Ja, er bringt sie zum Lachen. Und er ist einfach selbstbewusst und charismatisch und hat eine tolle Stimme. Du machst das Licht aus. Es könnte sein, dass mich jemand sieht. Hier? Wer zum Beispiel? Du. Glaubst du, ich würde daran zerbrechen? Du wirst es vielleicht verkraften, aber wozu ein unnötiges Risiko eingehen? Eine Ruhe ist das hier wie in Kreuzberg. Hast du vorhin auch an die Geschichte zwischen deinem Vater und meiner Mutter gedacht? Wann? Wohin? Als wir oben gelegen haben. Da nun nicht gerade, aber ich denke öfter dran. Iris Berben, der habe ich sogar noch einen langen Brief geschrieben, ob sie nicht mir den Gefallen tun würde, eventuell, dass sie länger meine Freundin bleibt, ja? Wollte ich wirklich haben. War ja eine, ist ja immer noch eine wirklich aufregende und angenehme Frau. Und sie wollte aber mal was anderes machen. Sie wollte sich nicht auf eine Serie festknallen lassen. Das ist ja eine Ewigkeit nicht vorgekommen, dass mich so früh am Morgen eine schöne Frau geküsst hätte. Ah ja, und deine Konkubine küsste dich nie? Sarah Liebling musste sich viele Frauengeschichten bei ihrem Papa angucken, aber letzten Endes wusste sie, dass sie einen Platz in seinem Herzen belegt, die keine irgendwie belegen könnte. Tag, mein Schätzchen. Papa! Na? Willst du uns nicht miteinander bekannt machen? Das ist mein Vater und das ist Frau Rosemarie Mong, Papas Freundin. Papas Freundin. Und das ist Michael Wilmer. Das ist schön, dass man sich mal trifft und kennenlernt. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin zum Beispiel 52. Nein, danke. Schneller ein Schluss. Also ich würde vorschlagen, wir verschwinden jetzt und ich komme nächste Woche vorbei und wir reden über alles, ja? Tschüss. Tschüss, Frau Mong. Wenn die Leute mich auf der Straße sehen, bin ich zuerst immer noch die Tochter von Manfred Krug. Immer. Es gibt auch Leute, die heute noch auf mich zukommen und mir an die Nase fassen. Ach, die Kleine aus Liebling Kreuzberg. Total verrückt. Wenn Krug am Set auftauchte, merkte ich, ohne ihn gesehen oder gehört zu haben, am Verhalten des Drehstabes, der ist jetzt da. Weil alles ging ein bisschen leiser, alles ging ein bisschen schneller, alles ging, jeder hatte sofort alle Sensoren ausgefahren, weil, jetzt kein Mist bauen. Also ich habe Manfred wirklich von einer besonderen Seite kennengelernt. Ich weiß, dass viele Leute vor ihm Schiss haben, weil er irgendwie ja doch eine sehr große Persönlichkeit ist. Ich sage immer, das ist so diese Selbstverständlichkeit von großen Wesen, die keine natürlichen Feinde mehr haben. Haben Sie Senta entlassen? Die Damen haben schon Feierabend. Das heißt, wir sind allein? Sie sagen es. Das heißt, ich kann Sie anschreien, ohne dass uns jemand hört? Ich würde es hören. Denken Sie, ich merke nicht, dass Sie mir seit Tagen aus dem Weg gehen? Ich bin Ihnen noch nie aus dem Weg gegangen. Betrachten Sie unser Verhältnis als angespannt. Was den Liebling auszeichnet, sind natürlich einfach diese Ticks, diese Spleens, die er pflegt, sei es die Zigarre, der Cognac, die Götterspeisen, diese ganz, ganz schrägen, grässlichen Schlips. Und da waren ja auch noch ganz schräge Mützen teilweise dabei. Also er war auf eine Art total uneitel, aber in dem hat er doch einen eigenen Stil gehabt. Und es war ihm völlig egal, was die anderen über ihn denken. Schmeckst du mir das? Nee. Das ist eine dumme Angewohnheit von mir. Hallo? Nein. Zum Beispiel eine Szene, wo der in völlig bescheuerten Boxershorts auftritt. Sagt, ja, ich sehe sowas von scheiße aus. Aber die Leute haben ihren Spaß dran. Die sollen sich nicht langweilen und das ist okay. Ich fand es sehr schade, dass die Serie dann eingestellt wurde, nachdem Jurek Becker gestorben ist. Aber das war klar, das hätte keiner weitertragen können, weil das zu persönlich war, auch zwischen Manfred und ihm. Ich begreife immer noch nicht, warum Sie aufhören wollen. Muss ich mir da Vorwürfe machen? Vorwürfe?
Ah, kann ich mir leisten, aufzuhören? Oder denken Sie, ich bin Anwalt aus Liebe zur Rechtspflege? Ja, irgendwie denke ich das. B fängt die Sache an, mich schrecklich zu langweilen. Zu langweilen, warum? Ja, ich wiederhole mich doch nur noch. Ich sage zu allen Leuten dasselbe. Zu Mandanten, Richtern, Staatsanwälten, Zellenschließern, zu Paula. Aber sieh mal, die Arbeit hat dich auch irgendwie jung gehalten. Ich habe Angst, dass du jetzt ein oller, verbiesterter Mann wirst. Du musst dir darüber keine Sorgen machen, Schätzchen. Ich bin längst nicht so einsam, wie es dir vorkommt, weißt du? Ich komme da durch. Und wenn ich mal ganz in Not bin, dann melde ich mich auf der Stelle bei dir. Aber nicht vergessen. Ich würde sofort mit ihm wieder drehen. Also insofern vermisse ich ein bisschen die Zeit und wäre auch gespannt, ob er dann sagt, ich habe mich weiterentwickelt oder mit mir schimpft, wo ich mich nicht weiterentwickelt habe. Das weiß man nicht. Ich vermisse die Zeit, mit ihm zu arbeiten.